Herzlich willkommen. Ich möchte nun mit Ihnen das meistverkaufte strukturierte Produkt in der Schweiz, den sogenannten Multi-Asset Barrel Reverse Convertible, besprechen. Wir starten mit der Funktionsweise in dieser Lektion des Grundprodukts des Multi-Asset Barrel Reverse Convertibles, und zwar ist das ein Reverse Convertible. Und wie wir dann sehen werden, werden wir zusätzlich eine Barriere hinzufügen und dann den Multi-Asset hinzufügen. Das heißt, wir werden uns ein Produkt auf mehrere Underlyings bzw. mehrere Aktien anschauen. Überlegen Sie sich zunächst einmal diese Frage, die wir Ihnen hier stellen. Wie haben Sie geantwortet? Was würden Sie dieses Produkt, wie es beschrieben ist, würden Sie dieses Produkt kaufen? Ich kann Ihnen zeigen, wie die Schweizer Bevölkerung 2010 geantwortet hat in einer repräsentativen Studie. Und zwar haben nur 13,8% der Schweizer Bevölkerung Interesse an einem solchen Produkt gehabt. Die anderen Produktkategorien, da waren die Antworten so zwischen 25 und 35%. Also eigentlich zeigt das, dass dieses Produkt gar nicht so attraktiv erscheint. Aber dennoch ist es eben das meistverkaufte strukturierte Produkt in der Schweiz. Und ich möchte Ihnen jetzt nun diese Funktionsweise etwas genauer erklären. Was ist ein Reverse Convertible? Der Reverse Convertible bezahlt einen fixen Coupon. Also Sie kaufen heute dieses Instrument mit dem Versprechen, dass Sie in einem Jahr 6% Zins erhalten. Das ist die eine Komponente des Reverse Convertibles. Die andere Komponente, die ist abhängig vom Aktienkursverlauf. Also dieses Produkt, dieses strukturierte Produkt, hat eine Aktie als zugrunde liegenden Basiswert. Das ist beispielsweise eine Nestle- oder eine Novartis-Aktie. Wenn jetzt nun diese Aktie steigt, also wir steigende Kurse haben bei der Nestle-Aktie, dann bekommen Sie diese 6% plus das Kapital, das Sie einbezahlt haben, wieder zurück. Das sind meistens 1000 oder 5000 Franken. Es gibt noch die zweite Variante: wenn die Aktienkurse sinken oder wenn jetzt die Nestle-Aktie an Wert verliert, dann wird es so sein, dass Sie diesen Coupon erhalten, aber Sie bekommen dann nicht Ihr Geld zurück, sondern Sie bekommen eine Anzahl Aktien in Ihr Depot. Also wir haben eine Fallunterscheidung: bei steigenden Kursen gibt es das Kapital zurück, bei sinkenden Kursen bekommen Sie Aktien. Machen wir ein Beispiel dazu. Sie zahlen 1000 Franken für dieses Produkt, das wir jetzt zusammen anschauen. Sie bekommen diesen fixen Coupon, 6%, das heißt, Sie bekommen am Ende der Laufzeit, das ist sehr häufig ein Jahr, bekommen Sie 60 Franken zurück, also 6% mal 1000 Franken. Und jetzt gehen wir davon aus, im Fall A, dass die Kurse gestiegen sind, dieser Aktie. Das heißt, Sie bekommen dann Ihre 1000 Franken, die Sie zu Beginn einbezahlt haben, wieder zurück. Wenn jetzt das im schlechten Fall geschehen ist, das heißt, die Aktienkurse sind gesunken, dann werden Sie Aktien bekommen. Und in unserem Fall sind wir davon ausgegangen, dass die Aktien bei 100 standen zu Beginn. Und das heißt, Sie bekommen 1000 Franken durch 100 Franken Anzahl Aktien, sprich 10 Franken. Also Sie bekommen dann ausbezahlt den fixen Coupon von 60 Franken, plus erhalten Sie 10 Aktien, die auf diesem Produkt drinnen sind. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie sich, wenn sich der Aktienkurs verändert hat, eben mit diesen steigenden Kursen. Also wir nehmen dieses Beispiel von zuvor und zeigen das jetzt noch grafisch. Haben wir den Startpunkt bei 100 Franken und dann entwickelt sich der Aktienkurs auf 125 Franken. Was erhalten Sie jetzt zurück? Also was ist die Auszahlung aus diesem Produkt? Einerseits wiederum den fixen Coupon, 60 Franken, plus Aktienkurse sind gestiegen, somit bekommen Sie das Kapital wieder zurück, das heißt 1000 Franken zurück. Das ist der gute Fall für Sie. Dann haben Sie nämlich 6% Rendite erzielt. Wenn wir jetzt von sinkenden Kursen ausgehen, und in unserem Fall ist die Aktie sehr stark gesunken, also wir sind noch bei 35 Franken Aktienwert, wir waren mal bei 100, dann haben wir gesehen, jetzt bekommen Sie Aktien, und zwar bekommen Sie 10 Aktien, sprich die Auszahlung ist wiederum fixer Coupon, 60 Franken, und jetzt keine Geldzahlung mehr, sondern Sie erhalten jetzt eben 10 Aktien und die haben jetzt noch einen Wert von 35 Franken pro Aktie, das heißt sozusagen 350 Franken. Und Sie sehen, das ist ein großes Risiko, weil Sie haben 1000 einbezahlt und bekommen zurück 350 Franken Aktienwert plus 60 Franken Coupon, das gibt 410 Franken, also Sie haben eine sehr starke negative Rendite
gemacht mit diesem Produkt. Also die Kurse steigen, ist das gut für Sie? Wenn die Kurse stark fallen, haben Sie große Verlustrisiken. Das wäre das erste Produkt gewesen, eben das Grundprodukt, der Reverse Convertible. Und wir werden uns nun dann anschließen in der nächsten Lektion mit einem zusätzlichen Feature seines Produkts beschäftigen, mit einer sogenannten Barriere. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.